Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Omsi hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind auf der Karte Wuttenburg V2 heute unterwegs auf der Linie 8 und das Ganze mit dem Solaris aus der, glaube ich, vierten Generation müsste der sein, oder? Ist die vierte Generation. Wenn mich jetzt nicht. Nee, obwohl, das ist ein Mix, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist die dritte Generation. Vom Aussehen von außen sieht er aber aus wie die vierte Generation. Mysteriös. Auf jeden Fall, dieser Bus wurde mir jetzt nochmal zugesandt und den möchte ich heute mir mal genauer anschauen. Natürlich nehme ich euch mit auf diese Reise. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, denn wie gesagt, von außen wirkt er halt, also von dem Scheinwerfer von vorne, wirkt er so ein bisschen auf jeden Fall wie der aus der vierten Generation, was dann aber drin steckt. Das ist dann wohl die dritte Generation. Obwohl, auch hinten sieht es doch schon ein bisschen anders aus. Okay, also, denn, wie gesagt, einen gemoddeten Solaris Urbino und das Ganze natürlich hier mit den Wuttenburger Verkehrsbetrieben Design. Ja, ich mag das Design. Was steht hier oben? Neu, geil, anders, der neue Style der WUVB. Alles klar. Steigen wir ein. So, was natürlich auffällt, ist schon mal dieses hübsche Blau. Also das knallt ja jetzt schon richtig rein, ja. Das muss im Dunkeln ziemlich cool aussehen. Ich werde mir jetzt erstmal den Fahrplan annehmen. Also Linie 8 hatte ich gesagt, sind wir. Und zwar von Bauernhof 6.10 Uhr ist Abfahrt. Da müssen wir gleich nochmal die Uhrzeit vorstellen. Aha, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also so die Farbkombination, die ist sehr interessant. Das Ding sieht voll gemoddet aus. Schön. So, wir hauen mal hier erstmal alles rein. Ziehen wir ein bisschen vor, weil wir blockieren nämlich die Straße. Das sieht so ein bisschen aus wie von meinem Roller, den ich damals hatte, meinem Motorroller. Da hatte ich mir dann auch so eine blaue Birne einfach eingebaut und so, sodass es dann halt nicht diese normale Standardfarbe ist, sondern halt, ja, dieses extreme Blau halt, ne? Wunderschön. So, erstmal werden wir jetzt hier meine Kasse, die nicht funktioniert, benutzen. Also ich kann nämlich hier keine Zieldaten eingeben. Ja, warte mal, gibt es hier irgendwas? Ah, hier oben ist jetzt mal. Alles gut. Ich habe mir den Bus leider vorher noch nicht angeguckt. Wir werden mal jetzt hier die Uhrzeit mal ein bisschen vorspulen auf 55. Wieder bei der Bereichsprüfung. Ja, sowas lese ich gerne. So, und dann haben wir die Linie 008, Route 1 nach E1. So, schauen wir mal. Das hinhaut, das haut hin, Markt E1 nach Wuttenburg. Können wir das mal einsteigen lassen. So, dann machen wir erstmal hier die Beleuchtung an. Also ich finde ja dieses Design auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also vom Bus her auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, der Bus wird glaube ich nicht mitgeliefert, wenn ich jetzt nicht alles leuchte. Der kam jetzt so noch dazu. Wir hatten uns ja letztes Mal den anderen Bus angeschaut, da waren ja immer so ein paar Fehler noch drin gewesen. Es war aber kein Solaris, meiner Meinung nach, den wir da gefahren sind. Das war doch irgendwas anderes. Bin ich mir jetzt aber nicht mal 100% sicher. Verdammt. Das ärgert mich schon wieder so ein bisschen. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank an der Stelle an unseren Hobbyfirma natürlich. Ja, und Anhang, ja, ich habe letztes Mal wohl welche vergessen, da waren welche ziemlich sauer gewesen. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die an diesem Projekt hier Wuttenburg V2 beteiligt waren und auch Wuttenburg halt, ja, also auch wenn ich jetzt nur den Hobbyfilmer jetzt hier mich jetzt bedanke, ja, und den Sascha, glaube ich, war das noch, heißt jetzt aber Discord irgendwie anders, ist egal. Erstmal an der Stelle vielen Dank, dass ich natürlich die Karte hier testen darf und euch natürlich da draußen hier bei uns hier auf dem Kanal zeigen darf. Die Linie 8 soll mit einer der längsten Linien sein, deswegen haben wir sie heute ausgewählt und ja, lassen wir uns mal überraschen. Das Ganze dauert, what the fuck? Ja, also die dauert fast 20 Minuten. 30 Minuten? 30 Minuten, Leute. Was ist denn hier los? So, ich würde jetzt ganz gerne die Zeit noch vorstellen. Oh Gott.
come on, was ist denn mit der Preisüberprüfung hier immer? Müssen wir mal kurz warten, wenn jetzt die Uhr jetzt hier umschlägt. Hallo Ohmschen, willst du mit? Ach ja, mein Solaris. Aber dieses Blau, das ist schon heftig. So, dann gucken wir jetzt nochmal. So, jetzt. Hallo. Morgen. Morgen. Ganz gerne übernehmen. Glaube ich, ist nämlich Autobahnunfall und ich hasse Ich glaube, ich war nämlich ein bisschen zu leise die ganze Zeit. Immer noch. Hallo. So, vielleicht passt es jetzt ein bisschen besser. Hallo. Hallo? So. Ja, ich verstehe schon. Er hat hier irgendwie Bockshit gemacht. Warte mal. Das Ändern war. Cho. Zwei.
steht das nämlich immer bei. Ja. So stand das, glaube ich, immer. Weil mein Mikrofon ist halt ein bisschen leise, ja, und dadurch ist es immer schwer, denn, dass ihr mich dann nicht verstehen könnt. Aber ich verstehe jetzt gerade nicht, warum er jetzt gerade das Ganze sich verabschiedet hat. Ich hoffe, dass die anderen Aufnahmen jetzt nicht so leise waren. Aber ich muss auch mal sagen, ist aber auch verdammt laut hier. Heieiei. So, jetzt sollte das mal wieder passen mit dem Ton her. Ich habe gerade gesehen, dass der nämlich auch schon einen Minuspegel erreicht hatte. Also das ist immer Windows-Update. Da verstellt er mir ständig meine Settings. Ja, das ist so zum Kotzen. Wir sind auf der Autobahn. Gib ihm. Ich würde grundsätzlich bei OMSI, wenn man Autobahnstrecken baut, immer so eine Ausweichspur einbauen, da wo keine Autos fahren. Damit du als OMSIaner halt immer da ausweichen kannst. Ja? Also jeder kennt die OMSI-KI und alles sowas, ja, dass die da wirklich da machen, was sie wollen. Was steht da? Jetzt ein bisschen knapp. So, zum Markt. Geradeaus weiter. Natürlich schön, dass er hier mein Solaris genommen hat dafür. Ich als großer Solaris-Fan, ne? Ich hätte da reinfahren müssen. Oder nicht? Oder doch? Da fehlt nämlich hier der Pfeil gerade. Ah ja, ich sehe es schon. Ach, die meine Güte. Wie soll ich denn das jetzt machen? Das wird doch schon nichts. Haha. Er kommt mir auch entgegen. Das ist großartig, aber. Alter! Fahr mal in die Karre! Blöder Sack! So! Hier fehlt der Pfeil leider.
So, alles einsteigen gehen. Hallo. 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 Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Kriegen wir noch sehr gut in der Zeit. Der Fährt, ja, das ist ja unglaublich. Ja, da Klappe da hinten. Schellen. So, und dann geht's wieder weiter. Zum Markt. Rechts. So. Also ich finde, fährt sich sehr angenehm. Halt, wie gesagt, absoluter Hingucker sind natürlich die Tachobeleuchtung. Ja, das ist, muss man mal lassen. Ist schon auf jeden Fall sehr gewagt, ja. Ich glaube, ich selbst bin jetzt da nicht so der Fan von. Ich mag halt dieses ganz normale halt, ne? Dieses Grüne, ja? Dieses Gameboy-Grüne. Ja? Wir müssen, muss es ja nicht mal irgendwie digitalisiert sein oder alles sowas, weißt du so. Naja, gut. Ich bin da noch ein bisschen andere Zeit. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Bitte weiterfahren. Fein, das ist ein bisschen ungünstig platziert. Also hier muss man wirklich sagen, hier fehlt es ein bisschen an Deko-Opping. Das ist hier relativ weit, ja, also viel Bordstein und alles was, also ist ja schon cool, aber hast du mal so eine Laterne hier und eine Laterne da, aber das war's denn halt, ne, also da fehlt's mir persönlich noch so ein bisschen an so Dekoartikel. Hallo. Weißt, Dekoartikel sind die Performance, aber trotzdem ab und zu mal so, dass man was zum Gucken hat oder irgendwie, finde ich persönlich schon ganz, 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 ganz nett. So. Gut. Aber ich finde halt, ne, das Blau passt halt zu dem Repaint. Es muss im Dunkeln bestimmt extrem hübsch aussehen, ja, wenn es dann mal so bläulich denn knallt. Arbeitsamt. Ja. Guten Morgen. Hallo. Abstergo. So, wer fährt jetzt nun? Fahr ich jetzt. Wer nicht will, der hat schon. Aber
Das war knapp. Das war mehr als knapp. Busfahrer würde sagen, alles abgemessen. Aber ich weiß nicht, ich mache halt immer so eine riesen... immer so eine Riesenkurve. Gerade mit Gelenkbus, ja. Sonst kein Problem mit, ja. Aber so mit Gelenkbus, da merkt man mal, dass ich zu selten mit dem Gelenkbus fahre. Grundorf West. Ich hatte ja gesagt gehabt, ne, dass das ja eine gemoddete Grundorf-Karte ist. Hallo. Bin mir da aber gar nicht mehr so 100% sicher. Hallo. So, schnell ein Bild gezaubert. Stadt Falkensee. Also die Linie hat schon eine sehr, sehr angenehme Länge, finde ich persönlich jetzt. Also die anderen Linien waren mir ja doch deutlich zu kurz gewesen, hatte ich ja gesagt gehabt. Die hat schon eine sehr, sehr angenehme Länge. So an sich von der Streckenführung finde ich es gut. Aber wie gesagt, bei mir ist halt immer so, es fehlt halt an Details. Ja. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, ja, es fehlt Salz in der Suppe. Ja. So die Details, zum Beispiel haben wir ja hier den Wald, ne? Hier so Büsche und alles sowas noch hin, so, weißt du, dann wirkt das halt ein bisschen angenehmer. So, ja, hahaha. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht die Pfeile anmachen. Nach rechts. So. Rechts rum. Ja, so, ne, also finde ich persönlich jetzt. Man kann hier halt durchschauen, ne. Ja, hier ist mal ein Busch oder sowas, ne. Aber sonst kann man hier eigentlich so ein bisschen durchgucken. Und das sieht ja jetzt halt ja schon sehr waldmäßig aus, ne. Also da ist noch ein bisschen auf jeden Fall so bei der Vegetation. Hier geht's auch. Ja. Oh, was bin ich jetzt hier landet hier? Schön die Berliner Mauer, verstehst du? Wir fahren zum Markt, oder? Ja. Ist auf jeden Fall sehr idyllisch hier. Fühlt man sich wohl, wenn man hier lang fährt.
Also, ich würde fast behaupten, dass es hier wirklich eine Grenze ist hier. Mit Schießstreifen hier noch. So Ost- und West-Berlin, so, weißt du? So. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Gut. Dann verlassen wir mal diese extrem hübsche Gegend hier. Mein Gott, der fährt ja, das ist ja unglaublich. André, wenn du weitermachst, setz ich dich hier am Schießstreifen aus. Krieg nicht. So. Markt geht geradeaus weiter. Und jetzt Autobahn. Waldhausen. Oh, wahrscheinlich, das muss eine Bundesstraße oder sowas. So, und damit sind wir dann auch schon in Waldhausen. Geradeaus weiter. So, und wie gesagt, gerne könnt ihr mal jetzt in die Kommentare posten, wie euch die Karte denn jetzt gefällt. Wuttenburg V2, hättet ihr selbst Interesse, diese mal abzufahren, dann schreibt sie in die Kommentare. Wäre nämlich wahrscheinlich für den Entwickler super zu wissen, ob er sie denn veröffentlichen soll nochmal oder eher weniger, weil sie war ja schon mal online, wurde dann offline genommen, weil sehr stark kritisiert wurde. Jetzt wurde sie halt nochmal überarbeitet und uns jetzt nochmal zur Verfügung gestellt, damit wir sie euch nochmal zeigen können und ihr euch selbst nochmal eure Meinung bilden könnt. Wo liegt denn die Stärke der Karte eurer Meinung jetzt und wo liegt die Schwäche jetzt? Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, der Entwickler, der ist da schon sehr, sehr offen, dass er da Kritik auf jeden Fall vertragen kann. Ja, also seid denn dem Punkt da ein bisschen ehrlich und ja, schreibt es doch einfach mal rein. Was würdet ihr zum Beispiel jetzt noch besser machen oder was ist jetzt ein bisschen crazy, sage ich jetzt mal, ne? Dann, ja, nutzt da die Kommentarfunktion. So, wir haben hier schon wieder eine spannende Autobahn hier wieder vor uns hier. Ja, genau, dann schreibt's rein.
Und dann, ja, also würde ich persönlich ja die Karte sowieso nicht mehr im offiziellen OMSI-Forum, sondern bin denn nur noch, ich zum Beispiel habe meine Forsthausen-Karte im OMSI-Webdisk hochgeladen. Also, finde ich, ist auch relativ ruhig da. Es war natürlich nicht der Andrang, aber mein Gott, das ist jetzt auch keine großartige Karte. Ich meine, da steckt zwar viel Herzblut drin, ja, in Landkreis Forsthausen. Um Gottes Willen, das war ein tolles Projekt gewesen mit der Community von MicroRaser TV, aber wie gesagt, es ist jetzt halt auch nichts Weltbewegendes. Aber ich kann zumindest schon mal sagen, ich habe eine eigene Karte in OMSI gebaut. Jetzt sage ich das in Lotus zwar auch, ich habe eigene Karten gebaut, aber jetzt baue ich auch noch eigene Objekte. Und das finde ich großartig. Zudem baue ich jetzt, wie gesagt, meine erste komplette eigene Straßenbahn. Ja, also das finde ich noch viel besser, wenn die nachher dann funktionstüchtig ist. Ich glaube, dann bin ich mehr als glücklich. Weil das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich mir persönlich nie zugetraut hatte, dass ich irgendwann mal ein eigenes Fahrzeug baue. Ja, für einen Simulator. Und wenn es wahrscheinlich nicht so kompliziert wäre, dann könnte man sie bestimmt auch noch in OMSI einbauen. Ich meine, wenn es umgedreht geht. So, der alte Bauernhof. Was haben wir denn an Zeit? Ja, an Zeit. Hallo, gemacht. Guten Morgen. Das heißt, wir können jetzt hier mal ein kurzes Päuschen machen, bevor es jetzt hier gleich weitergeht. Wollen natürlich nicht zu früh abfahren, selbstverständlich. Aber wie gesagt, also das Aussehen erinnert mich stark an den der vierten Generation. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich die vierte Generation auch gerade nicht mehr im Bilde, dass ich das deswegen sage. Aber so von den Lichtern her, so ein bisschen von der Front oder sowas, kommt das schon ein bisschen. Ich habe erst gedacht, so nein, das musst du mit dem neuen Solaris fahren, aber ist nicht. Ist nicht. Oh, jetzt sind einfach die Displays ausgegangen. Was ist da los? Stromausfall hier in Wittenburg. Die waren doch gerade noch an. Ja. Ah, jetzt sind sie wieder an. Mysteriös. Wackelkontakt oder sowas. Aber auch schön, dass die Uhr sich bewegt. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Ja, du kommst vorbei, Keule. Ich habe extra ein bisschen Platz gelassen. Damit du vorbeifahren kannst. Du musst es gleich noch reinramschen, da verstehst du? Und dann war's das. Gute Nacht. So. Schluss. Gewartet. Abmarsch. Und ab dafür. Und ab nach Wittenburg. So, wenn der Fahrlehrer nichts sagt, geht es immer geradeaus weiter, würde ich sagen. Und auch diesmal war es die richtige Entscheidung. Jetzt noch nicht, dass es. Achso. Wäre eh nichts gewesen. Gucken muss man trotzdem, ne? Wir heizen da einfach mal vorbei da. Das war eigentlich so schön bergab da. Erstmal schon durchlatschen. So,
Bucht. Statt aus wie so ein Betriebshof hier rechts auf der Seite. Genau, mit dem MAN sind wir nämlich gefahren. So, Ausrücker, Markt. Hallo. Tja, mittlerweile nähern wir uns auch die 1000 Leute, 1000 Abonnenten. Wir werden da eine richtig schöne Sache draus machen. So, Leitstellen fahrtechnisch. Werden wir auf jeden Fall was reißen. Was, wie und so, ne, steht ja noch nicht fest. Halt, ne, da fehlen aber noch ein paar Zahlen. Ich überlege gerade, bin schon so ein bisschen am Hantieren und alles sowas. Selbstverständlich, damit das auch alles irgendwie so funktioniert und klappt und alles sowas. aber diese Zahl ist nicht mehr weit entfernt. Und bin mal gespannt, wie das denn da alles vonstatten geht. Aber dass ich jemals solche Zahl alleine schaffe, hätte ich nicht mitgerechnet. Also auch hier mal ein fettes Dankeschön an euch allen, ja, die jetzt hier jedes Video eventuell von mir schaut oder halt so spezielle Videos, so ob es jetzt ein Lotus, Omsi, ein Train-Simulator ist, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall muss man es einfach mal sagen, dass es großartig ist, wenn man eine tolle Community hat, die hinter einem steht und alles sowas, ja. Also wirklich vielen, vielen Dank da. Alle aus. Ich will sofort aussteigen, ich habe unmöglich zu fahren. Ich will hier raus. Da sind wir gerade auf dem Bahnhof geschrappt. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Alle Linien. Mark E1. Dann war H1. Oh, jetzt ist das wieder mit dem Ausrücker, Einrücker. H2. Da. Jetzt war irgendwie zu schnell mit dem Bus und schön alles aufgerissen. Das war S, ne? Schon wieder S? Hä? Was ist denn jetzt E? S3. So, jetzt bin ich irgendwie verwirrt. H? S4, E3, E2, und wir müssen E1. E2. Oh, Leute, also das ist jetzt ein bisschen blöd hier. So. Sind denn die Pfeile jetzt hin? Sind die Pfeile hier nicht mehr da?
Markt. 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 Also hinter den Dingern da. Also auf jeden Fall, was ich hier verändern würde, ist das Einrücker, Ausrücker und hast du nicht gesehen, dieses, das verwirrt mich persönlich. Weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei anderen jetzt natürlich ist, aber mich verwirrt das. So. Einmal zu früh. Und ja, das war auf jeden Fall die Karte Wuttenburg mit der Linie 8. Mit dem Bus, ja, alles gut. Bus finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Hat ein sehr geniales Aussehen. Ich mag dieses Freepaint ja sowieso. Ansonsten war bei dem Bus jetzt halt nichts auszusetzen. Wie gesagt, bei der Karte waren, wie gesagt, diese kleinen Sachen, die mir jetzt persönlich aufgefallen hat, so diese kleinen Accessoires halt. Aber sonst muss ich sagen, die Linie 8 ist mit einer der besten Linien, die ich jetzt aktuell finde. Da sie halt eine relativ schöne Länge hat, also man fährt hier nicht nur 10 Minuten, dann ist die Karte vorbei oder die Linie vorbei, sondern man hat hier seine halbe Stunde, 40 Minuten, die man auf jeden Fall hier auf Achse ist. Der Grenzstreifen da war schon, holy shit, ja, da fehlten auch noch die Laternen, habe ich gesehen, ja, da waren die ganzen Abschnitte teilweise ohne Laternen gewesen. Gerade beim Grenzstreifen sollten Laternen sein, damit man auch weiß, dass da eine Mauer ist und da dahinter gleich, ne? ansonsten, ja, muss ich sagen, auf jeden Fall diese Linie, die Linie 8, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also, das muss man sagen. Der Markt hier ist jetzt auch noch ein bisschen verwirrend. Wenn man es natürlich weiß, dann geht das natürlich vollkommen in Ordnung. Ja, aber so, wenn du das erste Mal hier irgendwie händeln musst oder sowas, ist es verwirrend. Ein paar Pfeile fehlten. Aber sonst, ja, ist mir persönlich jetzt halt nichts groß aufgefallen. Also könnt ihr gerne jetzt in die Kommentare schreiben, ob euch irgendwas aufgefallen ist, was euch weniger gefällt an der Karte, was hat euch sehr gefallen an der Karte. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, dafür ist sie nämlich da. Und sonst, wenn euch das Video einfach nur gefallen hat, ein Däumchen nach oben, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge hier mit Omsi. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!